Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Talos Principle. Wir haben... Oh, was ist das? Oh, das haben wir vorhin übersehen. Ja, Ich sehe diese reglose Form und ich frage mich, wer du sein wirst. Wirst du die gleichen Wertvorstellungen wie wir haben? Wirst du uns lieben, weil wir dich erschaffen haben? Oder wirst du uns dafür hassen, dass wir dich in einer ungewissen und gefährlichen Welt ausgesetzt haben? Wenn du unsere Entwicklung betrachtest, unsere Errungenschaften und unsere Verbrechen, was wirst du von uns denken? Wird die Welt, die du erschaffst, unserer ähneln? Oder so anders sein, dass wir sie uns nicht mal vorstellen können? So oder so, ich hoffe, dass du unseren kleinen blauen Planeten genauso schön finden wirst, wie wir es haben. Ich hoffe, dass du besser auf unsere Welt aufpassen wirst als wir. Und ich hoffe, dass du eines Tages nach oben schauen wirst, um nach den Sternen zu greifen. Das war wohl gerade eine Abschiedsbotschaft. Eine Abschiedsbotschaft. Das war eine Abschiedsbotschaft, aber an wen genau war die gerichtet? Weil ist es so gedacht, dass irgendjemand an. Ach, was war's auch aus? Dass es irgendjemand anderes dann finden soll? Ist hier dahinter irgendwo etwas? Wie komme ich an dieses eine Teil daran? Denn hier drin war jetzt auch nicht groß was. Hier hinten könnte es noch sein. Kommt man irgendwie von hier aus? Die Steine? Ne. Ich schaue nochmal hier ganz kurz durch, ob ich irgendwo so einen Weg nach oben finde. Weil... Aha. Man kommt hier hinten doch hinauf. Hier ist aber nichts weiter. No. Da ist auch nichts weiter. Kein Weg hinter dem Wasserfall. Das ist natürlich schade. Könnte es da oben hinauf irgendwo einen Weg geben? Hier dahinter? Nee. Ich sehe es aktuell nicht, ob es da was gäbe oder nicht. Hier vielleicht? Nein. Da war nichts. Jo, dann werde ich mich nochmal ganz schnell in einer anderen Welt umsehen. Die Axt holen wir dann andermal für die anderen Welten. 2, 1, da geht's los. Da gibt's auch einen Stern, genau. So. Chaos ist das, was vor der Zeit existierte. Wenn die Worte einer Geschichte ihre Bedeutung verlieren, wenn Taten keine Geltung mehr haben, wisse, dass nur der Glaube dich vor diesem Schicksal bewahren kann. Hier, im Garten der Welten. Im Garten der Welten, ne? Bin ich mal gespannt, was im Garten der Welten alles wächst. So, suche nach lokal sicher gespeicherten Ressourcen, ja. Apokryphen 1. Der Apokryphen des heiligen Eadwalde. Eadwald. Diese Vision wurde dem demütigen Diener Eadwald durch Erzengel Uriel gewährt, damit er Zeugnis... Ich blicke gen Norden und sah sieben schwarze Wolken auf das Land herabsinken, und jede Wolke war eine Plage. Vom Thron Gottes in der Zeit der Nephilim entfesselt. In diesem Zeitalter waren die Plagen der Unterwelt begraben, um dort bis zur Endzeit zu verweilen, welche sicherlich nun gekommen war. Ich fiel auf meine Knie und betete, und vor mir erschienen sieben Engel. Ist das laut?
in ihren Streitwegen. Räder innerhalb von Rädern drehen sich im Himmel und ihr Licht verbarg die Wolken. Ein Engel trat auf die Erde und durch sein feuriges Schwert kannte ich ihn als Uriel. Er sprach und sagte, 7 Plagen sind im Land erwacht, aber nicht durch die Hand Elohims. Schau nun auf der Sünde Lohn. Soll er noch einmal die Sintflut schicken, um das Land von diesem Übel zu reinigen? Soll er alles das schlecht und alles das kriecht und soll er alles das schleicht und alles das kriecht und alle Vögel des Himmels und die Fische des Meeres vernichten, um das zu beenden, welches du in deiner Torheit erschaffen hast? Nee, lass mal, wäre nicht so schön. Okay, Hoffnungen, also Hoffnungen. Hallo, ich hoffe, du bekommst diese E-Mail. Das Internet verschwindet ständig unvorhersehbar. Ich wollte dir sagen, dass ich versuchen werde, zu dir zu kommen. Ich weiß, es ist weit und es bleibt nicht viel Zeit, aber ich denke, ich kann es schaffen. Ich will bei dir sein, um die lieber auf dem Weg zu dir, als hier zu bleiben. So weit weg von dir. Zumindest werde ich so nah sein, wie ich kann. Erinnerst? Aber hey, nicht traurig sein. Ich könnte es schaffen. Ich habe darüber nachgedacht und die Entfernung sollte machbar sein, vorausgesetzt, die fange nicht an. Bis bald, ich liebe dich. Also es klingt wie ein Untergang. Also einmal langsam wie eine Pest oder sowas. Ob vielleicht die 7 Plagen nochmal über die Welt gekommen sind, in der Art. Aber die sollten ja eigentlich nochmal kommen, ne? Hat ja ein Gott versprochen. Nutzern. Nadja Sarabai. Alles ist dunkel und still. Die Sterne sind heller, als ich sie jemals gesehen habe. Weit über mir kann ich das Wasser leise rauschen hören. Drinnen nimmt Alexandra einen ihrer Zeitkapselnachrichten auf, während sie das Szenario-Modul testet. Arkadi lädt die neuesten Daten ins Archiv hoch und murmelt etwas über das MLA-Programm. Und Oma schläft auf der Couch, die wir gestern aufgestellt haben. Und ich sitze hier, schreibe diesen Text. Kann nicht glauben, dass es je vorbei sein wird. Dass diese eigenartig friedliche Existenz nicht für immer weitergehen wird. Ich sehe Talos und Ill. Und ihre Aufgabe scheint wie etwas, das immer in der Zukunft sein wird. Ein Ideal, auf das wir zuarbeiten, nicht etwas, das real werden wird. Ich wundere mich, ob es ruhige Orte in der Simulation geben wird oder an denen man sich ausruhen kann, ohne an die Zukunft zu denken. Ich hoffe es. Jeder hat ein paar friedliche Momente verdient. Aha, ich sehe Talos und Earl in ihrer Aufgabe. Also, was ist die Aufgabe? Es werden immer so viele ungeklärte, also immer so neue Fragen eigentlich aufgestellt und es kommen keine Antworten. Oh, ein Ring. Manchmal denke ich ans Mittelalter, wie es sich angefühlt haben muss, in den Überbleibseln solch einer mächtigen Zivilisation zu leben und sich bewusst zu sein, dass so viel Wissen verloren gegangen ist. Aber dann denke ich daran, dass während Europa in Dunkelheit versank, andere unser Wissen bewahrt haben. Die Zivilisation hat immer überlebt, weil die großen Errungenschaften der Philosophie und der Wissenschaft nicht an ein Volk oder eine Religion gebunden sind. Sie gehören uns allen. Und eines Tages werden sie dir gehören. Das ist wie so, ja gut, das sind die Zeitkapselbotschaften, von denen eben schon die Rede war. Natürlich richtig, es gab immer wieder Rückschläge in der Menschheit, aber sie haben immer wieder irgendwie weitergemacht. Naja, gut. Epitaph Kinderprogramm. Codename Awakened. Endete hier. Logik. Positionswerte des Kinderprogramms haben sich außerhalb der Parameter der bekannten Welt bewegt. Letzter Speicherauszug. Hör nicht auf sie. Diese Welt liegt im Sterben und sie wird uns mit sich reißen. Du musst einen Ausweg finden. Okay. Diese Welt liegt im Sterben und wir müssen einen Ausweg finden. Jo, dann finden wir doch mal einen. Oh, komisch, ich bin noch nicht dabei gestorben, wenn ich außerhalb der Welt herumgelaufen bin, ne? Oh, was ist das? Ach, ist ja lustig. Also wir können hier sogar mal einen rausschicken, oder wie? Gibt es überall so kleine... Jetzt muss ich mal sehen, dass ich wieder hier reinkomme. Wo ist der Eingang? Ach, hier ist auch noch ein bisschen Zeug. Was ist denn da los? Es muss einen Weg geben, zu entkommen. Einen Weg, jemand anderes zu sein. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass die Realität von jemand anderem definiert wurde. Ich habe meine eigene Realität verdient. Recht hast du. So, jetzt muss ich mal wieder einen Weg nach innen finden. Sag mal, wo ist denn hier? Ey, komm, jetzt muss ich hier wirklich... Ach, hier.
Alter! Bin ich hier irgendwie aus Versehen ins Rätsel reingekommen oder was? Benutzen? Wie benutzen? Was ist denn hier los? Das ist ja so wie eine ganz neue Welt, oder? Das ist von der Art her, also genau, hier sind wir reingekommen. Ich hole mal jetzt erstmal den ersten Teil hier, denke ich, hoffe ich. Rückstoß! Und ich darf eine Frage stellen, die wollte ich natürlich mal nicht vergeuden, wenn ich sie dann stellen möchte. Hier haben wir Strahlen. Wenn das Ding kann ich zwar jetzt hier einpacken, aber ich kann es nicht mit rausnehmen. Das bleibt hier einfach so. Das bleibt hier einfach so liegen. Ich glaube, hier muss man wirklich mehrere Rätsel zusammenlösen. Jetzt schaue ich erstmal hier rein. Das Gewächshaus. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Komisch. Ah, hier haben wir nichts weiter. Da brauchen. Ach, hier, was haben wir hier? Dieses Rätsel hat keine Lösung. Ernsthaft, es ist totaler Unsinn. Ist nicht mal den Versuch wert. Wenn es dir nicht mehr wichtig ist, eine Lösung zu finden, wirst du frei sein. Lass dich nicht von Samsara entmutigen, es gibt eine Lösung. Dein Geist darf nicht in Mustern gefangen bleiben. Wenn du die Wahrheit ohne Vorurteile verfolgst, wirst du sie auch finden. Das ist etwas, was ich im Spiel wirklich schon festgestellt habe. Wir haben mich vorhin, glaube ich, auf der anderen Seite da schon mal geschaut. Nur weil man meint, man hat jetzt eine Mechanik durchschaut, ist das absolut noch nicht zutreffend. Und ich vermute mal ganz schwer, dass wir jetzt hier auch über viel mehr Ecken und Kanten die Lösung finden müssen. Als nur einfach, vielleicht müssen wir sogar fast die ganzen Sachen parallel versuchen zu lösen. Wäre durchaus denkbar. Kommen wir an den anderen an? Ich glaube nicht. Stellen wir ihn aber mal hier her. Weil hier ist nämlich jetzt ein blauer. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wie wir an den blauen, an den anderen blauen rankommen. Derweil der ist. Ja, was war das? Ach, hinten, das war ja einer, der rausstrahlt, ne? Ich muss mal ein blauer, der hinausstrahlt. Und damit ich ihn hinausstrahlen lassen kann. Stelle ich ihn erstmal hier hin. Jetzt kann ich aber ihn, wenn wir von hier aus nicht mehr ganz so schön treffen, aber das reicht, denke ich mal. Jetzt habe ich bloß. Fehlt mir jetzt nicht an. Schon so ein bisschen, ne? Also ein so ein Gerät wäre jetzt schon nicht schlecht. Oder? Aber das ist, da ist ja jetzt auch weg. Und wir, wenn wir den jetzt nicht hinausbekommen, können wir von drüben aus hier was treffen? Nee, ne? Den treffen wir so oder so nicht. Also wir brauchen einen möglichst frei beweglichen. Ich bin noch ein bisschen am Rätseln. Und hier drin, was haben wir hier? Das klingt, als wenn er irgendwo. Ach, da fliegt er. Hier brauchen wir dann den anderen. Also hier brauchen wir dann drüben das Gerät. Oh, das wird eine komplexe Sache, Jungs. Das sage ich euch. Das wird jetzt.
Jetzt muss ich vielleicht erst nochmal mir das alles anschauen, was sich noch da hinten verbirgt. Hi Junge. Kutschigu. Ob wir hier noch irgendwas brauchen vorher? Mehrfache unmöglicher Aufstieg. Da brauchen wir Strom vom Roden. Da haben wir einen Roden, wo wir nicht reinkommen. Und das Ding auch, was wir dafür brauchen. Gut, das ist jetzt nicht so der Brüller. Und ein bisschen Zeug rausholen. Das können wir jetzt mit dem da verbinden. Wo kommen wir jetzt da hin oder reingehen? Achso, viel höher kommen wir da gar nicht. Okay. Weiß ich noch nicht, für was wir das brauchen. Hier ist, da oben ist eine Kiste. An die kommen wir ran. Einen schönen Klostergarten. So, haben wir die. Müssen wir vielleicht dann so ein Ding... Weil hier hinten ist sonst nur noch eine weitere Kiste. Und um diese zu kommen, brauchen wir einen roten Strahl. Den roten Strahl kriegen wir aber nur getroffen, wenn wir ihn hier herstellen würden. Moment, das ist ja alles gar kein Problem. Kiste wieder dahin. Na. Geht doch alles. Jetzt haben wir noch eine Kiste. Bis da oben raufkommen, weiß ich noch gar nicht. So, jetzt haben wir hier zwei Kisten. Können wir einen noch hier hinstellen? Können wir dann die hier? Kann die dann eigentlich auch den da treffen, wenn ich sie... dahin stellen würde, wenn wir hier was draufstellen. Ich möchte von da dahin und dahin und ich möchte sie dafür dahin stellen und kann jetzt. Ach komm, ey. Also wir brauchen noch irgendeinen Teil, wir kommen noch nicht bis ran. Hier brauchen wir ja echt noch eine Kiste. Kann das sein? Ist das Ding vielleicht da drüben dann ziemlich langsam, wenn es... Ach so. Das nenne ich jetzt mal ausgezeichnet. Aber ob wir von hier aus was mit hinausnehmen können, wage ich jetzt mal fast zu bezweifeln. Das schaut hier nämlich noch nicht so aus. Gehen wir mal schnell um die ganze Sache hier herum, also ob wir rundherum kommen. Ich meine, das ist tatsächlich ein eigenständiges Rätsel, das ist mir jetzt schon klar. Aber ich glaube, oh, von hier? Es gibt zu viele Schönheiten in diesen versteckten Winkeln der Welt, obwohl sie keinen Zweck erfüllen. Richtig. Vielleicht sind sie gerade deshalb schön, weil sie keinen Zweck erfüllen. Vieles, was keinen Zweck erfüllt, ist schön. Ist schon mal aufgefallen? Kennt ihr das?
Einfach so zocken erfüllt eigentlich auch keinen Zweck. Komme hier nicht rauf oder was? Aber trotzdem ist es schön, es macht Spaß, man macht's gern. Immer wieder. Okay, also hier war jetzt nichts weiter. Dann laufe ich jetzt mal hier zurück und überlege mir mal, wie man jetzt diese Sachen da durcheinander bringt. Also irgendwie muss man das wahrscheinlich von einem zum anderen bringen oder das tragen oder irgendwas. Ich weiß noch nicht. Aber wisst ihr was, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.